Hallöchen, Hallöchen, da sind wir schon wieder und heute ist Sonntag. Es ist der Tag des Regens und des Sturms. Und da sind die anderen. Hallo! Hallo! Na, schmackert das Goat? So, draußen bei dem Sturm, bei dem Regen ist ja blöd. Ne? Also jetzt gerade regnet es nicht, aber es ist alles nass, wie man sieht. Oh, da ist auch ein Karton weggeflogen. Naja, muss gleich weggeräumt werden. Es ist alles durch die Gegend geflogen. Alles ist durch die Gegend geflogen und das müssen wir wegräumen. Aber wir könnten ja was machen heute, ne? Ich weiß es. Oh. Trampolinpark. Sie weiß es schon. Naja. Gut, dann wisst ihr es jetzt auch. Also, wir fahren gleich in den Trampolinpark. Natürlich nicht sofort. Ne? Das Essen muss ja erst verdaut werden, nicht, dass das da rauskommt. Und dann schauen wir mal. Da waren wir nämlich noch nie. Also wir waren schon mal im Trampolinpark damals in Rostock im Flipout, glaube ich, hieß das. Flipout. Das war geil. Und da sind wir ausgeflippt. Ja, da müssen wir halt mal gucken, wie das dann im nächsten Trampolinpark so ist, was denn da los ist. Da haben wir Zeiten gebucht. Und dann geht es da gleich hin. In dem Sinne, weil viele ja geschrieben haben, könnt ihr noch mal in einen Trampolinpark? Ja, können wir. Heute, jetzt, gleich in diesem Video. Viel heute, Spaß. Jetzt, gleich. Viel Spaß! So, bevor es jetzt aber mit dem Video losgeht, muss ich euch auf jeden Fall noch was zeigen. Ihr wisst ja, wir haben den Kloppo und es ist draußen nicht nur nass, sondern auch matschig. Und wenn man dann mit ihm unterwegs war, ja, dann ist natürlich immer die Bude dreckig, entweder halt von Matsch, von seinen matschigen Pfoten oder er verliert ja auch ständig seine Haare, sein Fell. Das muss man ja ständig wegmachen. Und wir sind ja immer auf der Suche nach dem perfekten Roboter, der uns schön die Bude sauber machen kann. Wir haben schon mehrere ausprobiert, die sind auch alle gut, die funktionieren alle perfekt. Aber wir haben noch nicht den richtigen gefunden, der auch richtig, richtig gut wischen kann. Und deswegen haben wir noch was Schönes für euch, was ich euch jetzt zeige. Nämlich die Jedi Mopstation. Und diese Jedi Mopstation, wie die aussieht und was die kann und ob die auch endlich vernünftig wischen kann und Kloppo Spuren beseitigen kann, das zeige ich euch jetzt nochmal schnell. Erstmal packen wir das ganze Ding jetzt aus. So, ausgepackt haben wir das gute Stück. Da ist es. Wie ihr seht, ist schon nicht ganz klein, was schon mal eigentlich Gutes verspricht, denn, ne, also da sind die Mopper, die Wischeinheiten quasi. Und das Coole ist, man hat hier zum einen Schmutzwassertank und Frischwassertank. Also das heißt, der soll wischen fahren, ganz normal. Also der saugt und wischt im Prinzip gleichzeitig. Wenn er einen Teppich hat, erkennt er das. Und dann, ja, dann lässt er das Wasser quasi ab in den Schmutzwassertank und zieht sich Neues aus dem Frischwassertank. Ob das so ist, sehen wir gleich. So, jetzt ist er komplett aufgebaut. Er ist auch schon eine Runde gefahren hier, der kleine Jedi. Wir haben noch gar keinen Namen für ihn. Wie soll er denn heißen? Jedi Mopstation heißt das Ganze. Wie soll man nennen? Yoshi. Wie heißt das? Jedi Mopstation. Yoshi. Oder soll man Moppy nennen? Moppy oder Juan? Nein! Moppy ist gut, ne? Moppy ist gut. So, weil Mopstation, ne, Wischstation, Hauptaugenmerk liegt ja auf dem Wischen. Also, der kann saugen auf jeden Fall. Und, viel wichtiger, aber er kann wischen. Und noch... So, er muss wischen. Er muss gleich kommen und wischen, denn... Oh, jetzt muss ich das Licht anmachen, sonst... Nee, lass es, das wird noch nicht weggemacht. Er muss gleich wischen, oder? Ne? Weil hier ist was umgefallen, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Doch, das Wasser. Also, wenn es auf dem Boden ist, dann kommt Moppy natürlich vorbei und wird das Ganze aufwischen. Und wenn er dann fertig ist mit Wischen, dann macht man Folgendes. Das hier ist das dreckige Wischwasser, das kippt man einfach weg und dann holt er sich von alleine neues Frischwasser, was wieder aufgefüllt werden muss, wie ich gerade sehe. Dann holt er sich neues Frischwasser. Frischwasser! Sehr, sehr cool. Das macht der und erkennt auch Teppiche. Ja, ich zeige euch gleich einmal noch die Wischpads, die da dran sind. Wenn man die abmacht, ist er automatisch im Saugmodus und saugt nur. Und wenn man die dran macht, dann holt er sich, wie gesagt, das Wasser aus dem Frischwassertank und reinigt hinterher die Pads selber und macht alles in den
Schmutzwassertank, den kippt man einfach aus. Total cool, wie das Ganze aussieht jetzt. Und ich zeige euch vorher noch einmal die Pads. So, das sind die Wischpads. Und die kann man ganz einfach so rausnehmen. Zack. In den Modus Saugen umgeschaltet. So, habt ihr gehört, ist im Modus Saugen. Und wenn man sie wieder dran macht, beide, merkt ihr das sofort. In den Modus Saugen und Wischen umgeschaltet. Verrückte Welt, ne? So, und einrichten kann man das Ganze wunderbar über die Jedi-App. Da wählt man einfach quasi die Bereiche, also man lässt ihn einmal laufen, dann scannt er den ganzen Bereich, seht ihr einmal hier bei uns das Wohnzimmer und den Flur und die Küche. Und dann gibt es diesen roten Bereich, das ist quasi eine virtuelle Grenze, was man einrichten kann, wo er nicht reingeht. Und dann könnt ihr auch die Saugkraft einstellen, die Wasserdurchflussrate. Also soll er ein bisschen mehr Wasser nehmen oder ein bisschen weniger, soll er stärker saugen, ein bisschen weniger. Ihr könnt Reinigungspläne einrichten, wann soll er losfahren, was ich nicht, morgens beispielsweise, wenn ihr sowieso in der Schule seid oder die Eltern auf der Arbeit. Und ja, das ist das mit den virtuellen Grenzen. Da kann man jetzt sagen, man möchte zum Beispiel ein Sofa ausschließen oder einen sehr hohen Teppich, wo er sich festfährt oder sowas. Oder da steht Spielzeug, was auch immer, könnt ihr einfach einstellen. Dann fährt er da nicht lang. Und ja, ist eigentlich wirklich ziemlich cool, ziemlich einfach gemacht, diese ganze App. Einfach mal ausprobieren, alle Infos dazu findet ihr wie immer in der Infobox. So, jetzt sind wir im Mega Bounce und freut ihr euch schon? Ja. Gut, dann viel Spaß. Leon? Wofür brauche ich das? Damit du da reinkommst. Einfach so ummachen. Ja. Damit musst du, glaube ich, was öffnen. Weiß ich aber nicht. Siehst du gleich. Werden sie dir schon sagen. So sieht Lulu aus, wenn sie gerade davon gekommen ist. Und so Leon. Nix und alle. Und jetzt, wie lange haben wir noch? Noch genug. Oh, jetzt. Und jetzt wird Lulu euch gleich einmal die Halle zeigen, weil wir dürfen nämlich nicht. Wir dürfen nämlich nicht. Wir sind auch ganz kaputt vom Kaffee. Genau, wir trinken hier einen Kaffee, wir dürfen da nämlich nicht rein. Aber Lulu kann das ja machen, die nimmt mal gerade die GoPro mit und zeigt euch die ganzen Trampoline oder Attraktionen, die es hier so gibt. Hallo! Da kommt Leon. Ah, die kommt. Oh. Soll ich machen? Oh Gott. Jetzt machen wir so da vorne den Uhr.
Oh mein Gott. Ninja. Das ist Ninja Warrior. Oh mein Gott, hat nicht so funktioniert. Ich kletter jetzt. Jetzt gucken wir mal auf Leons Versuch. Versuch du mal. Wir versuchen uns jetzt aus diesem Getümmel rauszukriegen. Ich hab's geschafft. Und jetzt geht's an diese Bälle hier. So, diese Bälle hier, die sind echt krass. Leon, versuch doch auch die Bälle. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Und zack. Wow, wow, wow. Oh. Okay, das war eigentlich auch nicht. Hat echt. Dann gehen wir mal auf diese Sachen. Ne? Okay, hier sind Bälle. Wir gehen. Leon chillt seine Lage. Komm! So, hier sind diese Bälle. Das ist echt und schwierig. Ich habe keine Ahnung, ob Leon auch noch kommt. Ja. Oh mein Gott. Ich gehe mal nach oben. Okay, ist echt cool. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. So, ich warte jetzt auf Leon. Der müsste auch jeden Moment kommen. Jetzt geht's an diese Bälle, die drehen sich sogar noch. Es ist echt schwierig. Wow. Okay. So. Also wir kriegen es gerade nicht so hin. Das habe ich nicht so geschafft. Und Leon glaube ich auch nicht. So, jetzt geht's hier weiter an die Ringe. Oh mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ja, da geht aber noch ein bisschen Schwung voller. So, da sind wir wieder. Und wie war's? Sehr cool. Was war das Coolste? Ich fand alles cool, aber das Trapez und dieses vor dem Trapez. Wo man runterspringen konnte. Ja. Und du?
Ja, ich finde das auch ganz gut. Und dieses Ding, wo man drüber hüpfen muss und wo man sich gucken muss. Ach so, das war am Ende, ja. Das haben wir gar nicht auf dem Video gehabt, ist aber nicht schlimm. Seid ihr kaputt? Hättest du noch eine halbe Stunde länger gekonnt? Eine halbe, ja. Also, ich jetzt ja schon erholt. Kann man ja noch mal wieder hin, wenn ihr auch eine Trampolinhalle in der Nähe habt. Geht mal hin, ist glaube ich ganz lustig. Und alle Infos zur Mobstation in der Infobox. So, und jetzt sagen wir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.